Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Wir spielen heute wieder Online-Level, aber ich wollte hier erstmal angeben, yo, ich habe die Weltrekord im neuen EP-Level, das noch nicht so ganz viele gespielt haben, aber egal. Ich habe das vor allem gestern, dieser Manu, ne, ich muss euch das erzählen, Manu ist ein cooler Typ, der baut tolle Level, aber er löscht seine fucking Level jedes Mal und ändert irgendeine Kleinigkeit. Und habe ich das gestern gemacht, war auch Weltmeister-Rekord-Dingsbums-Diddlebum und hat es wieder gelöscht. Und das ist jetzt aber die neueste Version von gestern und ich hoffe, die löscht er diesmal nicht. Weil er ihm immer irgendwas Neues einfällt. Aber ja, sehr schlechten Weltrekord, aber immerhin Weltrekord. Könnt ihr ja versuchen, das irgendwie zu toppen, wenn ihr wollt. So, aber heute spielen wir kein Manu-Level. No, no, no. Wir spielen das, was in der Titel steht. Und da geht's nämlich um den guten Majora. Und wie man beim Namen Majora vielleicht schon denken mag, ist das ein Zelda-Fan? Ich will auch solche Beine haben, die sind voll cool. Ohne Witz. Ich glaube, die kriegt man nur, wenn man ganz viele Level baut. Ja, aber der hat ja so schöne Level hochgeladen und da geht es immer um Zelda Ocarina of Time. OOT. Hier gibt es zum Beispiel Jabus Bauch. Das ist dieser große Fisch bei den Soras. Oder hier Dodongos Höhle Dingsbums. Aber heute machen wir erstmal den Deku-Baum. Und ja, soll ein Rätsel-Spiel-Level sein, deswegen wird es heute auch ein bisschen chilliger. Aber das brauche ich jetzt auch, nachdem ich dieses blöde Manu-Level nochmal gespielt habe. Meine Güte, auf Weltrekord gehen wir nicht und wir schauen einfach mal rein. Scheint ja ganz gut zu sein. Pay attention to Deku Order at the end. Okay, danke für den Hinweis. Ja, Leute, wie geht's euch so? Ich habe gerade wieder eine halbe Stunde an diesem Manu-Level rumprobiert. Oh, schade, ich dachte, hier kommt jetzt vielleicht Zelda-Musik. Das wäre witzig. Aber nein. Okay, schauen wir uns erstmal den Deku-Baum an. Ja, hübsch. Guck, da ein Auge. Und der augt hier halt so rum und steht hier so rum und freut sich, dass er hier ist. Nein, bleib hier, kleines One-Up. Oh, guck mal, eine Zehnermünze ist hier auch. Guck, ich find alle Geheimnisse. Ja, da es um ein Rätsel-Level sich handelt, wofür The Legend of Zelda auch irgendwie steht, für gute Rätsel in seinen Dungeons, bin ich sehr gespannt, wie er von drin aussieht. Deku, ich gehe jetzt in deinen Mund hinein. Ich hoffe, das ist okay. Schmecke ich dir denn gut? Ja, wer Zelda Ocarina of Time nicht kennt, diese in der Story, da sagt gleich am Anfang der Deku-Baum zu ein, yo, Zelda, nee, Link. Yo, Link, ich hab da so eine Spinne in mir, die tut mir weh. Bitte mach die mal weg. Und das ist unsere Aufgabe hier drin. Das ist die Story. Gibt es eigentlich irgendwie so Schilder in diesem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Guck, da sind auch schon alles diese kleinen Spinnen. Wir gehen mal in die Tür rein. Dass man irgendwie wirklich eine Story machen kann? Was? Hä? Okay. Wir haben so ein Ding. Ich hab vergessen, wie die Teile heißen bei Legend of Zelda. Ich bring den einfach mal um. Okay. Halt diese Dinger, wie heißen die denn? Auch Deku? Ich glaube, die heißen wirklich einfach nur Deku. Die immer auf einen raufschießen und Deku-Nüsse schießen. Okay, da oben. Okay, Rätsel. Ah! Hä? Okay, die gehen hier einfach irgendwann richtig. Ich raff hier gar nichts. Brauche ich den überhaupt? Ich glaube nicht. Was ist denn hier der Plan? Alter, Rätsel-Level sind so strange, ne? Ich kann. Oh, ach, ein Powerblock. Komm da nicht rein? Da kommt ein Powerblock raus. Okay, ich glaube, das war auch keine gute Idee, dass ich hier. Wir töten den mal kurz. Was soll ich denn hier machen? Fucking Rätsel-Level. Okay, also das Ding bringt einfach nur, dass wir hier hoch können. Ich meine, da oben sind Manchas. Da kann man doch schon mal draufballern. Sind da noch mehr Manchas? Muss man doch irgendwas machen. Jetzt haben wir irgendwas freigesetzt. Ich vermute mal, wir haben nicht noch noch einen Panzer. Heißt, hier können wir absolut gar nichts machen. Wir nehmen aber trotzdem noch mal so ein Pau-Ding mit. Um die Spinnen kaputt zu machen in der anderen Welt, in dem anderen Gebiet. Ich glaube, hier können wir nicht viel mehr machen. Ist ja denn hier ist noch irgendwie so ein Block, dass man da vielleicht hochspringen kann. Aber sieht nicht so aus. Gut, dann nicht. Ja. Und ich fand die Idee einfach schön, dass es solche Zelda-Level gibt. Voll das Zelda, voll das schöne Spiel. So, stirbt! Geil, alle weggekriegt. Ist das hier easy peasy hochzuklettern? Was bist du? Ach, du. Soll das auch so eine Spinne sein, die rumhängt? Ich glaube schon. Hier ist garantiert ein Block. Ja, noch ein Leben. Oh, geil. Ich finde hier alle Geheimnisse. So, und was machen wir mit denen jetzt? Ah, der fällt runter, wenn wir runterfallen, nicht wahr? Los, fall runter. Wieso fällt er nicht runter? Und vor allem, was ist hier rechts? Doch, er fällt ganz langsam runter. Wow, okay, der verfolgt uns, oder was? Nee, er ist einfach randommäßig unterwegs. Hier waren wir vorhin schon. Bitte geh weg. Ha, ich wurde nicht getroffen. Noob. Okay, ja, ich erkenne hier schon so ein bisschen, wo das Deku-Feeling herkommt. An, aus. Man weiß es nicht genau, was man hier machen soll. Oh, man kann die sogar treffen? Okay, das wusste ich nicht. Man kann die einfach töten. Ja, lol.
Ich weiß auch noch nicht, wie viele wir von diesen Zelda-Leveln spielen. Wir werden auf jeden Fall alle spielen, weil ich das halt, wie gesagt, witzig finde. Aber wann genau, weiß ich noch nicht. Wofür ist das hier denn alles? Darf man da runter? Ja. Okay, hier ist einfach... Was bringt mir das denn hier? Bringt mir das überhaupt irgendwas, dass ich hier bin? Ich habe die Befürchtung, nein. Ganz komisch. Also beim richtigen Zelda... Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob der Switch an oder aus war, als wir ihn gedrückt haben. Hä, ich raff auch gar nicht... Wo sind denn hier noch Switches, die man irgendwie benötigen könnte? Okay, so da oben ist jetzt eine Bombe. Ich vermute mal, wenn ich die abwerfe, dann passiert auch irgendwas? Nee, die geht einfach nur kaputt. Die muss bestimmt irgendwie explodieren, aber wie bringt man die denn zum Explodieren? Oh, wenn man dann Galumba hochschickt. Leute, ich habe eine Idee. Komm mal... Nein! So, Galumba mitnehmen. Und den werfen wir jetzt da hoch. Zack. Hä, auch nicht? Wie kriegt man denn die Bombe dazu zu explodieren? In diesem Block, da ist bestimmt irgendwas Tolles drin. Und wenn man einfach so einen Galumba jetzt trotzdem da hochwirft? Nö. Kein Plan. Okay, ich weiß es, Leute. Man muss hier den Knopf drücken und dann ist hier unten offen, weil da war ja rot. Jetzt habe ich natürlich keinen Pilz mehr. Das ist ein bisschen lame. Und dann fällt man quasi... Okay, da habe ich wieder einen Pilz. Dann fällt man ja quasi in den Bauch von dem Deku-Tui. Danke, dass hier noch einer ist. Ich vermute mal, wir brauchen hier den Knopf auch nochmal. Was soll das da rechts sein? Soll das ein Tree-Force darstellen? Ich habe keine Ahnung. Okay, soweit so schön. Okay, da links ist noch irgendwas, was garantiert irgendeine Bedeutung hat, aber gar keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich glaube, ich schaffe das auch nicht in der Zeit. Hier ist noch eine Tür. Ist hier dann der Endboss? Ich vermute fast nicht, aber kann ja alles sein. So, da oben ist ein On-Button. Auch immer man da rankommt. Also war garantiert mit dem... Mit dem Shell-Ding hier? Okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der Endboss-Fight wird halt länger dauern. Ich glaube, ich muss das alles nochmal gleich machen. So, okay, was bringt uns das jetzt? Ja, ich mach's nochmal neu. Leute, ich schaff das sonst nicht. Die Zeit ist zu gering. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und das finde ich richtig cool hier, dass man einfach so ein kleines Rätsel hat. Kann man den ablegen? Ja. Ablegen, raufspringen. Und dann muss man da einfach nur schnell genug rüber. Kann man den noch als kleiner vernichten? Ja. Sehr schön. Ich hoffe, wir brauchen das nicht noch für noch mehr. Das war auch so typisch Zelda hier gerade. Mit so einem Rätsel, so einem Zeiträtsel. Das war quasi so ein Wasserzeiträtsel. Wie es auch im echten OOT. Der Fall war... Okay, die fallen einfach runter. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jetzt zumindest. Sind wir jetzt gleich beim Boss? Wir müssten eigentlich gleich beim Boss sein. Also eigentlich bräuchte man natürlich noch... Oh, jetzt geht das runter. Dann können wir wahrscheinlich den Knopf nochmal drücken auf der rechten Seite. Kommt da ein Pilz raus? Ja. Merci. Wenn wir jetzt den Knopf auf der rechten Seite nochmal drücken... Oh mein Gott, ey. Dann ist jetzt oben links offen. Wieso ist das nochmal runtergefallen? Hä? Ultra strange, egal. Können wir da auf jeden Fall hochhüpfen. Oder das hier frei. Und wir kommen zum Boss. Wir brauchten jetzt zwar keinen Boss-Schlüssel dafür, aber das passt schon, oder? Er ist aber sehr nett mit seinen ganzen Pilzen hier. Wie kommt man, by the way, da oben hin? Stimmt, ist hier irgendwie ein geheimer Block. Ja. Danke, die 10 Münzen nehme ich. Geil, ich wurde schon wieder getroffen. Ich bin der Beste im Getroffenwerden. Ihr Bastarde. Oh, warte, da stand irgendwas. Das müssen wir... Ach, Leute, wir sind jetzt einfach hier. Ich hole mir noch mal ganz kurz einen Pilz, sonst sterbe ich gleich. Ich kann mir gar keinen Pilz holen. Aber ist auch egal, wenn wir sterben, weil das ist ja ein Checkpoint. Und wir müssen uns jetzt die Zahlen merken bei diesen Dekus hier. Und zwar, was sagen die Dekus denn? So, stirb mal. 3, 1, 2. Müssen wir die in der Reihenfolge einfach kaputt machen? 3, 1, 2. War jetzt natürlich nicht schnell genug, gell? Also 3, 1, 2. Bist du verkackt? Okay, wir brauchen doch einen Schlüssel. Hier ist der Boss hinter. Das ist auch richtig cool gelöst hier mit dem Totenschädel. Aber, Leute, geht aber weiter. 3, 1, 2, ja, den hier. Ich glaube, ich habe die nicht schnell genug kaputt gemacht, oder? Was soll ich denn jetzt machen? Warte, brauche ich den vielleicht? Hä? Okay, ich habe gerade... Das hat ja bestimmt irgendeinen Grund, dass hier diese Türen sind. Dadurch werden die nämlich zurückgesetzt. Ich vermute mal, wir müssen erst den kaputt machen. Dann den und dann den. Aber es passiert einfach gar nichts. Ah.
Man kann nicht wirklich einstellen, in welcher Reihenfolge man die Dekus hier töten muss, oder? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hä, doch 312. Ja, aber ich hab das doch vorher schon. Egal. So, wir haben den Schlüssel. Keine Ahnung, warum es vorher nicht funktionierte, was ich da falsch gemacht habe. Ich sehe es bestimmt, wenn ich dann das Video schneide. Oh, wie geil! Und das hier ist jetzt die Spinne. Was sind das denn für komische Effekte, Alter? Okay, und ich vermute einfach mal, wir müssen einfach nur ganz easy. Haha, die Rakete wird da festgehalten. Das sind die kleinen Dinger, die der immer fallen lässt. Das ist richtig cool gemacht. Dieser Boss ist richtig gut. So, und ich vermute einfach, wir müssen das Ding da irgendwie an den ranmachen. Wie cool der designt ist. Holy shit. So. Aber wie man das hier jetzt machen soll, gar kein Plan. Man muss den... Ah! Und so kriegt er wahrscheinlich Schaden. Ja. Jetzt ist der On-Off-Button einmal aktiviert worden. Das ging ja super easy. Man muss den nur zweimal treffen? Okay, warte. Wir müssen uns aber ganz kurz angucken, wie der designt ist, ja? Er hat diese Wiggle-Woggles genommen als Arme von der Spinne. So, dann sein Gesicht ist einfach so ein Reifen, so ein Wobbelreifen. Ansonsten, der hat immer wieder so kleine Galumpas gespawnt. Das sind die Spinneier, beziehungsweise die Kleinspinnen, die der Boss in Zelda losschickt. Also eigentlich hat er alles gedacht für dich. Der hätte noch irgendwie rumkrabbeln sollen, aber wie soll man das schon in Mario machen, gell? Schöner Boss. Zwei Hits sind ein bisschen ungewöhnlich, dass man nur zwei Hits braucht. Okay, und das hier ist dann quasi... Was soll das sein? Ich glaube, das sollte dieses Siegel sein. Das Siegel der bla bla bla. Ein schönes Level. Wie man das in 1:10 schafft, kein Plan. Warum sollte man da so durchwaschen? Ihm geben wir Wahnsinnsidee. Mit einem Lächeln. Ja, also wenn ihr es selbst spielen wollt, da RQN, JWJ, FQF. Einfach zu merken. Ja, wir haben das letzte Shirt. Geil. Oh, das passt perfekt zu meinem Charakter. Warte, da muss ich mich mal ganz kurz anpassen. Ich habe nämlich schon diesen letzten Anzug hier an. Und wenn ich jetzt noch das letzte Shirt... Ach so, das geht gar nicht. Oh, gut, dann möchte ich meinen Anfängerstrappler wieder haben. Der ist nämlich voll hübsch. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir noch ein ganz kleines Level, nämlich hier Galumbas Light Party von dem GLP wieder. Das habe ich schon mal gespielt. Ich glaube aber, das hat er gestern auch wieder neu hochgeladen. Das heißt, er kann es ein bisschen bearbeitet haben. Keine Ahnung, was genau er da gemacht hat, ob er überhaupt irgendwas verändert hat. Ist aber auch ein sehr schönes Level. Hat eine hohe Abschlussrate, wie ihr seht. Ist also auch nicht so assig. Ist es tatsächlich nicht. Aber es macht Spaß. Ja, wie der Name schon sagt, man slidet die einfach rum. Die zu einer richtig geilen Musik. Na, 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 na. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, damit man alles erwischt, aber die... Hier muss man... Fuck, wieso ging das denn jetzt nicht? Ich bin nicht auf den Galumbas gelandet, deswegen. Also muss ich auf den Galumbas landen? Nein! Und dann eigentlich hier den On-Knopf mitnehmen? Okay, nee, das sieht ja doof aus so. Leute, wir machen das mal von vorne. Das muss alles in einem Rutsch kommen, sonst sieht das ja echt doof aus. Na, 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 da, da, da. Müsst ihr aber auf jeden Fall auch mal gespielt haben. Das ist so ein witziges Level, ich mag das richtig. Einfach so, um reinzukommen, um die ganzen Sprungmechaniken und sowas. Mann, wieso kriege ich den denn hier nicht mehr? So eine Scheiße. Ich schwöre euch, gestern ging das richtig gut. Aber ich glaube nicht, dass das GLP hier irgendwas verändert hat. Der musste halt seine ganzen Level einmal runternehmen, weil irgendwie GLP-TV im Titel stand. Und weil das auf eine echte Webseite... Ich krieg das hier gerade nicht hin, Leute. Stellt euch einfach vor, ich hätte den mit einem Lauf hier durchbekommen, ja? Okay, danke. Weil sein GLP-TV auf irgendeine echte Webseite verlinkt, auf seine nämlich, auf seinen YouTube-Kanal... Muss er den wohl irgendwie runternehmen? Keine Ahnung, ob sich da Nintendo beschwert hat oder was. Auf jeden Fall muss er deswegen seine ganzen Level neu hochladen. Hui, und man slidet hier einfach die ganze Zeit. Und dann nochmal hüpfen und hier die ganze Zeit hüpfen. Zack, zack. Und das war's auch schon, Leute. Das war das ganze Level. Ist das nicht super spaßig? Fano, Fano ran. Da ist sogar noch eine Tür links. Leute. Die hab ich letztes Mal noch gar nicht gesehen. Da links ist einfach eine Tür. Ist locker ein Troll, aber warte. Die Tür gucken wir uns nochmal an. Vielleicht kann ich euch ja jetzt zeigen, wie das eigentlich auszusehen hat. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Wieso springst du nicht, Mario? Ach, bei denen muss man plötzlich doch nicht... Wie? Lol, bei denen darf man nicht Sprungtaste gedrückt halten. Okay, wusste ich nicht. Bei denen muss man das doch timen, bei den Sprungbrettern. Das ist ja super dumm. Bei allen anderen kann man einfach die Sprungtaste gedrückt halten, aber bei den Sprungbrettern nicht. Alles klärchen. Dankeschön! Guck, so soll das aussehen, Leute. Das ist dann alles richtig cool. Okay, so eigentlich nicht, aber passt schon. Oh,
Und dann rutscht bei dir noch weiter runter, wenn jetzt nicht irgendeine Scheiße passiert. Dann sieht das sogar alles richtig geil aus. Hier, bei den Gummis kann man nämlich einfach gedrückt halten, die Sprungtaste. Hui! Und dann springt er auch einfach weiter. Ja, ja! Und nochmal springen, aber nicht ins Ziel gehen. Na! Oh! Ach toll, wenn man vom Mittelpunkt hier hingeht, dann kriegt man nur eine Münze. Man muss das also in einen Rutsch... in einem Rutsch, versteht ihr Leute? Weil das ja eine Rutschparty ist. Man muss es in einem Rutsch schaffen, alle vier Münzen zu bekommen. Dann erwarte ich jetzt aber Großes. So, ich habe alles mitgenommen. Alles, was geht. Na, kriege ich irgendwas Cooles? Das ist ein... Nein. Das ist aber eh nur ein Troll, oder? Ich habe mich dran festhalten können an den Dingern. Aber ich glaube, da wäre sowieso nichts, oder? Gut, sehr schönes Level, muss ich sagen. Jeder mal spielen und ich glaube aber, das war's dann mit dieser Folge. Sie war sehr kurz, möchte ich meinen. Aber passt schon. Ich glaube, dieses Mal mal gucken, was wir machen. Ihr habt auf jeden Fall gewählt von den GLP-Leveln, da habe ich ja so eine Umfrage gestartet im letzten Part, dass ich als nächstes, ja, Next Nightmare spielen soll. Von daher, das kommt dann anscheinend bald. Rätsel-Level, kurz und knackig und schwer. Rätsel, ja geil, freue ich mich drauf. Gut, wenn euch diese Part gefallen hat, dann lasst ein Like da, ansonsten ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.